Hallo, da sind wir wieder. Alan Wake. Ich glaube, Sheriff Breaker ist in Ihrem Büro. Es ist da am Ende des Flurs. Wir müssen unsere Frau finden und rausfinden, was überhaupt mit uns los ist, warum wir langsam zu Geisteskranken mutieren. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gern Wettbewerbe. Hä? Was ist das für ein Merkmal? Vermisst Richard Ball, Bruce Donsky und Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Und wer von euch weiß, warum in Filmen und Spielen immer 555 am Anfang steht, schreibt es mir in die Kommentare. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Na. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Kommt gleich wieder. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Okay. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. Ja, der muss löschen. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier ist Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Okay. Jetzt gehen wir. Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wake. Ja, wir gehen ja schon hin zum Büro. Ihr Handy, Mr. Wake? Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Hey! Natürlich, Mr. Wake. Hey! Sie können durch den Zellengang gehen. Ich brauche hier mehr Licht! Hey! Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Ich... Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Okay, offensichtlich wurde unsere Frau entführt. Das ändert die Geschichte natürlich. Wo ist meine Flinte? Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen.
Leiser geht's nicht, ja? Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Okay. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Bei dem Spiel traut man sich gar nicht zu sprechen. Ihr merkt's, ich rede für meine Verhältnisse sehr wenig. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre... Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh je, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Schleimbolzen. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Für Thermoskannen. Ich brauch Thermoskannen sofort. Skelett eines Präriemammuts, Mammutus columbi.
Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den La Brea Tar Pits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Hasenzahn. Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Warte hier. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Ach, immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Okay. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles ist einfach... Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story. Wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, Al, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Ach, leck mich doch. Das ist ein Nervbolzen. Hoffentlich stirbt er bald. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Wenn Sie sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Okay. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Ups! Und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das... Ah. Oh, the darkness is embracing us. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al! Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Ah, sie... Pass bloß auf, wenn du es mit den Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Nee, den kann ich ja gar nicht leiden. Yeah! Eine Thermosflasche! Juhu! Energizes. Was schon nicht an?
Gehen wir mal zum Lover's Peak. Warum habe ich das Gefühl, das wird nicht so nett? Naja, egal, wir werden das erleben. Ich werde hier warten, Al. Halte die Stellung. Im Geist bin ich bei dir, bei jedem Schritt, Al. Jetzt habe ich wieder nur so wenig Munition. Skriptseite. Yeah. Yeah. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Ja, ich zweifle auch langsam an unserer geistigen Gesundheit, aber wir werden schon rausfinden, was mit uns oder mit dem Dorf hier nicht stimmt. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Ja, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Ja, immer ein bisschen durchsuchen. Man weiß ja nicht, was man so findet irgendwo. Ui. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. War da was? Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil. Nein, nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, versteht Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. Oh Mann. Naja, immerhin, wir haben Munition gefunden, da hat sich das doch gelohnt, hier in das Haus reinzugehen. Ich habe das Gefühl, dass was vom Fenster lang gelaufen ist, aber vielleicht sehe ich auch schon Gespenster. Fuck you! Jetzt habe ich mich aber wirklich kurz erschreckt. Können die doch nicht mit mir machen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ah, die Affenschaukel. Komm. Du sollst klettern. Naja, lauf halt außen rum. Mir wenigstens rüber. Na, wir können nicht über den Zaun klettern. Ah, doch, geht. Ah, können wir mal, ob wir was in dem Haus finden. Jo. Hier gibt's keinen Lichtschalter. Nichts drin. Schade. Oh. Schuld und Söhne.
Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie. Vielleicht sehen Sie mich, Agent. Vielleicht im Spiegel. Was für eine kranke Fernsehserie. Weil da so viel Zeit muss sein, wenn wir diese Episoden haben, dann gucken wir uns die auch an, oder? So viel Spaß muss sein. Wenn das Spiel schon so story-driven ist, dann nehmen wir das auch mit, die Story. Zeit muss sein. Man darf die Story nämlich nicht außer Acht lassen. Ah, da kommen wir nicht rein. Geschickt geparkt. Lover's Peak. Pone. Hier oben. Ein Aussichtsgedöns. 100 Field Wildlife. 100 Bucks Penalty. Was? Ich soll kein wildes Leben fressen? Englisch für Insiders. Englisch für Reingefallene. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht ihr Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. Ah, Rusty steht auf die Verkäuferin und die steht auf uns. Aber wir haben eine Frau. So ein Jammer. Nur unsere Frau ist weg. Das ist unsere Chance. Ach nee, sie nervt uns. Verdammt. Probleme über Probleme. Manuskriptseite. Hey. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen, als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen,
Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Okay. Rusty stirbt, dann müsste es ja noch passieren. Ich finde es interessant, dass man so Sachen von der Story, die später passieren, erzählt bekommt. Aber man trotzdem so bei der Stange gehalten wird, dass man es erfahren kann. What the? Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helft mir! What the fuck? Das Spiel ist ja irgendwie schon ein bisschen Psycho. Ich dachte, ich spiele Teletubbies. Verdammt. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Das ist jetzt die Frage. Ich versuche, in ein Haus reinzugehen. Das Rangerbüro war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Rusty, what the fuck? Hilfe. Hallo? Kann mich jemand hören? Hilfe. Hier hinten. Ich bin hier hinten. Hallo. Helfen Sie mir. Mr. Wake? Oh, Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Oh nein. Was auch immer das getan hatte, gleich zurück, das sagt man nicht in Horrorfilmen. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Man sagt nicht, ich bin gleich zurück in Horrorfilmen. Habt ihr denn nicht Scream geguckt? Verdammter Hacke. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Na, Manuskriptseite, ein Ding der Twins. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Okay. Munition, Batterien. Aber das war jetzt nichts Gutes. Ihr wisst ja, wenn man in Spielen auf einmal Munition und sowas kriegt. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Und was mit Rusty passiert ist, sehen wir im nächsten Part. Cliffhanger. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss.